Ja, mit ungefähr 10 Minuten Verspätung sind wir jetzt hier wieder mit dem Let's Play The Witcher. Der beste Let's Player, was The Witcher angeht, natürlich, ne? Naja, alles andere bloß das nicht, ne? Also, egal, wir versuchen es ja trotzdem. Ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal hier an. Mal schauen, wer überhaupt hier mit dabei ist. Da bin ich schon gespannt. Ja, ich habe das Spiel ja schon gestartet. Controller müsste diesmal auch gleich gehen. Den habe ich schon getestet. Ich hoffe es mal. Es wird pannenfrei. Ja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Dass alles so funktioniert, wie man es haben will. Nun ja. Gut. Dann bin ich jetzt mal auch im Discord drin. Allerdings, das Spiel zeige ich. Ich zeige jetzt nur das Spiel an und mich in der, also in der Kamera. Ja. So. Da sind wir schon hier. Und da bin ich mal gespannt, wie ich mich heute so mache. So, Controller geht. Ich habe nur so die Befürchtung, dass dieses blöde Licht hier wieder mich stören wird. Jetzt sind wir nämlich noch in dieser Höhle drin, ne? Wo ich da letztes Mal rumgeirrt bin. Wir brauchen ja noch die ganzen Uploads. Eieiei. Ich hoffe, ich schaffe morgen mal die Uploads. Oh, er erwartet uns. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt erstmal ein bisschen die Steuerung mal durchschauen. Das war der Schutzschild. Armbrust. Gedenkenbeeinflussung. Magische Falle. Mit dem Schutzschild habe ich letztes Mal. Ah ja, da sind wir schon. Oh. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da jetzt gleich voll ablosen werde? Oh Gott. Wir versuchen es mal mit dem Feuer. Ja, aber ich sollte vielleicht vorher mal aufladen. Ach, fuck. Oh.
Oh. Ach, fuck. Ach. Habe ich jetzt nichts zu essen oder? Auch nach unten. Alter! Und die da. Okay. Alter. Ah, okay, Feuerschaden war nicht drin. Oh, fuck. Ich habe hier so ein beschissenes Licht hier. Schieß mal ein bisschen mit der Armbrust. Müsste ich eigentlich so machen wie letztes Mal. Ja, komm, den packt man schon irgendwie. Ah, fuck. Da ist er zu schnell. Ach, zu weit weg. Na, jetzt haben wir gleich. Sollen wir noch mal was essen? Oh, aber jetzt. Na, schieß mal halt mal ein bisschen. Alter, ist der wieder aufgeladen. Aber der kann sich nicht jedes Mal so aufladen, oder? Ah Gott, scheiß Säule da. Ich habe hier so ein Kacklicht hier. Glaube ich, muss das Licht hier mal ausschalten. Da sieht man mich zwar nicht, aber ich sehe was. Der. Ja. Oder einfach so. Okay, ich habe nichts mehr zu essen. Oh. Was haben wir denn hier jetzt Schönes bekommen? Aha, Stahlwaffe. Ach, kein Ton im Spiel. Pardon, ja, irgendwas vergisst man ja immer.
Gucke ich gerade noch mal. Logitech, ja, es müsste aber der Sound kommen. Ja, ich habe voll vergessen, ich hatte den Lautsprecher mal ausgeschaltet. Sorry. Ah, Gott, jedes Mal irgendeinen Scheiß. Dachte, ich hätte fast alles an alles gedacht, dann habe ich das dann doch vergessen. Sehen wir uns die Nachricht an. Silael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue ihm. Wunderbar, wunderbar. Töte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm, woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Hm. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Hatten wir schon. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ciri wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Schon gefunden, glaube ich. Aber wir gucken hier mal, was wir noch hier kriegen können. Ich glaube schon, dass ich hier so ein bisschen. Wir versuchen es einfach mal. Was wir hier für Zeug. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Wir gehen jetzt nicht zum Ausgang hier. Gucken mal, was wir hier so mitnehmen können. Schwefel,
Oh, was ist da? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Haben wir nichts mehr. Gehen wir hier runter nochmal. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Kram hier. Was haben wir denn hier drin? Olive. Zwergenschnaps. Aber bis nach hinten laufe ich jetzt auch nicht mehr. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Der ist, glaube ich, hier. Haben wir hier noch was? Da können wir noch reinschauen. Oh ja. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Das können wir jetzt den ganzen Abend machen. Seltsam. Ja. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Ja, und da sieht man sofort, dass es eine komische Wand ist. Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Ja. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Oh. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut. Müssen wir jetzt nochmal kämpfen oder was? Oder hätte ich mich vorher aufladen müssen? Da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Helfen wir halt. Ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Kann ich jetzt wenigstens... Hier finden wir bestimmt etwas. Kurz meditieren mal. Ich glaube, eine Stunde oder so hat letztes Mal der Feind der Rittner gemeint. Ja. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen. Aber mal ein bisschen Licht. Ja,
ist aus. Na komm schon. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Vella Glar! Ach, das hätte ich ja doch noch mal. Probieren wir es einfach mal. Die ist aus. Ja, okay. Aber wir wissen schon mal, dass die eine richtig war. Also ich meine hier, das war die richtige. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. 4 Statuen. Alle sehen gleich aus. Jetzt mal hatte ich... Was habe ich jetzt? Die da gehabt. Jetzt machen wir die hier. Gerade ist was passiert. Mhm. Bewegung. Hinter der Wand da. Aha. Links oder rechts? Also haben wir die rechts und links. Wir entscheiden uns nur für links. Die ist aus. Ja, okay. Dann bis jetzt. Okay. Frage schon beantwortet. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge raus. Also wie, die ändern jetzt die Reihenfolge hier in dem Spiel dann? Dann bin ich böse. Dürfte aber nicht sein. So, jetzt muss ich darüber gehen. Das geht so ein bisschen probieren über studieren. Ah. Yes. Ach, ein heißes Bad. Oh. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Wessen Grab ist das? Was meinst du? War da keine Inschrift? Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber... Die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ja, meditieren wir nochmal ganz kurz. Weil wir brauchen ein bisschen Energie. Und nicht voll aufgeladen sein. Was habe ich eigentlich noch im Inventar so drin? Hatten wir da jetzt noch irgendwas Sinnvolles? Rüste, was war das? 30, ja gut, das. Irgendwelche Waffen noch. Was war das für eine Axt, die wir jetzt hier dran haben?
Na gut, gehen wir raus. Gehen wir raus jetzt. Ah. Ja. Und da sind wir wieder draußen. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Sag mal, ich versuch's, oder? Ich versuch's. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Jetzt soll ich Bootchen fahren. Wahrscheinlich. Feuer übernehmen. Schneller Segel. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Was haben wir denn eigentlich noch für Quests offen? Aber dennoch. Dann versuchen wir das mal. Finde die Frau des Barons. Oder sollen wir mal eine andere Quest nehmen? Was haben wir denn noch? Irgendwas? Das ist ja nur die allgemeine. Nee. Ah ne, wir machen schon das hier, oder? Versuche alle verbleibenden Spuren und wählen, finde die Frau des Barons. Also machen wir das noch.
Wir müssen ja irgendwo mal an Land gehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir könnten eigentlich drum rumkurven. Ich weiß nur nicht, ist man da jetzt mit dem Boot schneller als mit dem Pferd oder? Da hört aber, glaube ich, eh das Wasser auf. Ach komm, wir gehen hier einfach an Land. Das ist eh ein Schmied. Komm, hoch mit dir. Beweg dich. Ich muss wieder in den Wald. Oha, Plötze. Ja, und ich habe geschworen, ihnen ein Opfer zu bringen. Was gibst du denn? Esse Jondrein, Ethnike. Könnte aber auch gucken, ob wir hier unten ein paar Quests machen könnten eigentlich. Jetzt hier irgendwas zu tun. Kann man nochmal markieren, mit X markieren. Los, los! Da reitet er trotzdem da weg. Nee, wir wollen da halt mal hin. Markiert er mir das auch? Ist es jetzt markiert? Individuelle Markierung. Mach langsam. Nee. Keine Ahnung. Reite ich gerade wieder doof durch die Gegend, doch klar, bin schon richtig unterwegs. Meister Hexer, es gibt eine Begegnung. Geh jetzt mal hier. Sprich mit Kira Metz, mit der waren wir gerade unterwegs. Und Dresden hier am Haus.
Sind das da die Stufen da im Auge? Ohne Stufe 32, ja. Mit Stufe und Stufe 6. Dann machen wir das so einfach nach Stufen. Die Herren des Waldes. Haben wir sicherlich noch da drin. Ach, fuck. Geht das nur so mit dem Analog? Sollte vielleicht auch mal ein bisschen Zeug verkaufen. Egal, wir müssen noch mal gucken, was wir noch am Charakter haben. Ich glaube, da müsste ich auch mal aufrüsten, ja. Pfeilabweisung. Krafttraining. Die nutzen wir zwar nicht so oft, aber auch mal an. Okay. Vielleicht jetzt öfters mal. Er ist vor Hunger schon ganz blass. Ich hab den Mount hier unseren Kram los. Ich hab dich in Vysima gesehen. Haben wir denn hier einen Händler oder sowas? Ich hab sie gefragt, wie ich meine Schwierigkeit bloß zu Verstand bringen soll. Dann hat sie mir ein Amulett gegeben. Das sollte seinen Durst stillen. Und? Hat's geklappt? Oh, da ist auch der Schmied. Dieses Wolkenbusses haben die Mücken gestochen. Wir sammeln Schnecken. Wegen dieses Wolkenbusses haben die Mücken gestochen. Für eine Suppe reichen sie. Wollte ich mal. Kann man dem Schmied auch was verkaufen? Was denn? Zeig mir, was du anzubieten hast. Wir kaufen nichts, wir verkaufen. Stahlwaffe. Auch noch nicht mehr. Zeug brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Bis dann.
an, Leute. Komm schon, Plätze. Ich bin ja auch mal schnell reisen, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Können wir das denn da oben hin? Herren des Waldes. Nee. Müssen wir nochmal nachschauen. Herren des Waldes war auch 6. Das heißt, da kommen wir aber jetzt nicht so schnell hin. Muss ich einmal hier komplett drumherum. Das ist ein bisschen doof. Ne, da machen wir jetzt mal die obere da fertig. Ach, das kann ich immer nur von den Punkten aus da machen. Okay. Schneller. Langsam. Machen wir doch. Komm schon, Plätze. Langsam, langsam. Beweg dich. Aber jetzt müsste auch reichen von hier aus. Dann gehen wir mal Level 6 hieß es da, ne? Dann markieren wir aber erstmal die Quest. Aber ich glaube die Hauptquest. Halt die Frage, ob man erstmal eine Nebenquest macht. Wir machen mal die hier fertig und dann schauen wir mal. So, jetzt ist nur die Frage, komme ich da irgendwo direkt wieder hin? Möglichst so nah. Weiter so, Plätze. Das nur irgendwie. Ich das nur so machen oder wie? Immer direkt am Schild stehen und dann kann man da hoch. Okay, das geht. Sich damit aber zurechtfinden, ey. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich meditiere jetzt noch mal eine Runde. Weil so sieht man die ganze Zeit nichts. So noch ein bisschen dunkel. Scheiß Wetter. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Langsam.
Was ist hier los? Warum löscht das denn keiner? Es soll doch brennen, kapiert? Verpiss dich! Sonst braten wir dich zusammen mit der beschissenen Elfin! Oh Gott. Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Schnell. So kann man es auch machen. Was war denn los? Warum wollten die dich bei lebendigem Leib verbrennen? Sie wollten mich ausrauben. Ich habe ihnen nicht verraten, wo meine Wertsachen sind. Da haben sie eine Ladung Feuerholz geholt, mich eingesperrt und das Haus angezündet. Sie wollten dich wohl umstimmen. Aber selbst wenn du geredet hättest, sie hätten dich kaum am Leben gelassen. Ich muss dir noch für deine Hilfe danken, Wattgern. Mein Geld liegt in einem hohlen Baumstumpf hinter dem Haus. Nimm, was du willst. Es ist derzeit gefährlich, zu viel zu besitzen. Danke. Leb wohl. Okay, wir können ja hier noch was einsammeln. Schön, dass wir das gerade spontan machen konnten. So, was haben wir denn da gekriegt? Irgendwas dabei? Oh ne. Ja, Handschuhe sind auch besser. Hinter dem Haus soll da was sein. Ah, okay. Das war's schon, würde ich sagen. Ah, da kommt Plätze. Oh, oh fuck. Den habe ich nicht gesehen. Der scheiß Bär hin. Denn da
Auch noch mal rohes Fleisch. Ich habe hier einfach ein scheiß Licht ohne Witz. Ich sollte noch schnell hier wegkommen. Beweg dich! Lauf, Plätze! Nicht zu schnell, Plätze. Oh, ein Händler. Sei gegrüßt. Was hat denn der? Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Okay. Geh mir aus dem Weg. Ah, wo sind wir denn hier jetzt? Ist hier rüber zur Festung. Ehre und Heimatland. Verzieh dich, du Missgeburt. Ach, Plätze, warum läufst du immer so umständlich? Ah, wie komme ich jetzt darüber? Das sieht alles so seltsam aus. Ah, ich suche gerade die Brücke. So, Plätze. Scheiße. Komm ich überhaupt durch oder? Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. A38 wahrscheinlich. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel, das rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Ach, so einfach gegen Gesetz. Du kannst passieren. Ist ja schön. Lustig, wie? Laufen wir mal schnell durch. Was geht los? Hey, fass mich bitte zu. Schrecklich ist das.
Leute, ihr werdet mich mal kurz nicht richtig sehen. Ich muss hier mal... Dieses scheiß Licht hier, das macht mir den... Scheiße! Guten Tag. So, wir suchen ja jemand. Endlich mal in der Stadt drin. Auch wenn es nur eine Kleinstadt ist. Genau, da wollten wir hin. Vielleicht sollte ich mal noch mal meditieren. Es regnet sicher nicht mehr lang. Hast du es eilig? Da reingehen oder was? Weißhaar, hast du meine Waren schon gesehen? So, das ist auf der anderen Seite. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Hast du's eilig? Sind wir jetzt mal drin. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Arte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Ja. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer mit der Flasche, mit der Flasche in der Hand. Verschwand tagelang und kam so wütend zurück. Mit der Flasche, mit der Flasche, mit der Flasche in der Hand. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug. Und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Tja. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Oh, wow. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an.
Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Ein Hexer? Sie ja. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen? Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Hoffentlich weißt du, was du tust. Ich war mir noch nie so sicher. Das ewige Feuer ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn das so ist, viel Glück. Vielen Dank, dass du meine Wahl akzeptiert hast. Mach's gut. Okay, Stufe 6. Finde die Frau des Barons. Da oben ist unser Geld. 209 haben wir. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Werfen wir mal unseren Charakter auf.
Heilabweisung. Kann man das auch mal machen? Oder das hier. Oder das hier nochmal. Müssen wir das gleich jedes Mal noch extra hinzufügen? Nee, das geht automatisch. Vielleicht stimmt das, was man... Na gut, dann machen wir jetzt weiter. Wollen wir nochmal zu Kira gehen? Was haben wir denn noch an? Hexeraufträge? Nee, dann wir gehen nochmal zu Kira. Oder Kaira. Oh, Klötze. Gehen wir nochmal. Ach, hier kann man nicht schnell reiten, hier in der Stadt drin. Innerstädtischer Verkehr. Streitlustig, wie? Sollte ich immer denn streitlustig sein? Ich glaube, jetzt muss ich nochmal aufpassen. Ach, ich muss da hinten, ist dieser blöde. So kann man das nicht markieren. Man sieht ja auf der Mini-Map da. So. Zu Krähenfeld oder wenn wir auf dem Weg bleiben wollen, müssen wir wahrscheinlich dahin. Gehen wir dahin. Los, lauf!
Hätte ich auch wenig abkriegen können. Immer diese Banditen. Laden uns mal kurz auf. Was haben wir denn da wieder geplündert eigentlich? Na kruscht. Komm mal verkaufen wieder an nächster Stelle. Hatten die irgendwelche interessanten Sachen hier? Plätze. Komm, ich will hier drauf. Plätze, da. Ach, schon wieder sind die da. Komm schon, komm näher. Langsam. Dann gehen wir noch mal zu ihr. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Gera, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Häusen. Ich kann mal wieder Licht anschalten. Wollten um Essen betteln. Aber dieses Licht ist wirklich scheiße beim Zocken. Mal gucken, ob ich noch ein anderes... Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Es müsste weiter hinten stehen, das Licht. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es.
die Insel, gute Frau. Du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Spaßig. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Okay. Komm schon. Los, los.
dieses Boot. So, und diese Insel. Muss die hier sein, oder? Ja. Noch diese Insel da jetzt. Fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Weibliche Intuition abhängig sein, das ist immer ein bisschen... Naja. Ach, da sind ja schon Viecher. Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist, verdammt kurzlebig, dieser magische... Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Eine magische Lampe. Hoppala. Magische Lampe. Sollten vielleicht noch mal kurz meditieren.
Oh. Oh, noch einer. Scheiße. Aber ich bin gar nichts mehr zu essen. Ich hatte doch was zu essen. Ich hatte ja was. Brauchen mal hier was. Oh, ich glaube, ich kann gerade etwas meditieren. Die Wege ist wieder aufgeladen. Zum Turm gehen. Boah. Muss ein bisschen noch, muss doch besser kämpfen. Kann er nicht einfach Fahrrad fahren? Ja, schön wär's, ne? Bitte in einem Turm drunter. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Ah, die Lampe. Ah.
Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht's, Geralt? Hör auf! Ich will gar nicht wissen. Wo ist dieser Adelsfritzer? Blut. Wir haben viele ihr Leben gelassen. Oh. Da klopft was. Da gehen wir gleich hin. Wo ist dieser Adelsfritzer? Verschlossen. Wo ist dieser Adelsfritzer? Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Fang nicht. Gehen wir mal weiter hoch. Davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Noch mal nach oben. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Thank you.
Da geht's weiter. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Oh, immer Alexander. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was ist dann passiert? Ich hatte schreckliche Angst. Vor den Männern, die da kamen. Aber auch davor, den Trank zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf. Aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Lecker. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr?
Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein, ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Ich hoffe wirklich, dass ich helfen kann. Aber erst muss ich mich etwas umsehen. Wozu denn? Hier gibt es nichts. Nur Knochen und Ratten. Lass mich nicht wieder allein. Ich komme wieder. Verlass dich drauf. Na gut, aber komm bald. Lass mich nicht warten. Waren bis zum Schluss da drin. Was für eine beschissene Art zu sterben.
nicht hier zurückzulassen. Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Ich bin erstmal wieder hier von dem Turm da runter. Waren wir ja schon. Immer hier runter. Ist dieser Adels. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Ich sollte mir vielleicht mal angewöhnen, da wegzuspringen, wenn die scheiß Dinger da explodieren. Wo bin ich jetzt hier? Hallo?
Boah. Dann gehen wir einfach schnell hier weg. Ich kann auf dem Boot nicht meditieren oder was? Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich... Ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle, sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich weiß nicht mehr. Sie sollten bezahlen für das, was sie ihr angetan haben. Du könntest sie verflucht haben. Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben. Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht... Dich trifft keine Schuld.
Du warst unwissend und hattest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein anderes, ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Okay. Gehen wir erstmal nochmal in das Dorf hier. Was denn? Ich möchte etwas anfertigen lassen. Keine. Kann er nicht einfach die Rüstung reparieren? Ja, hier. Gott, ist das teuer. Alter, ist das teuer. Bis dann. K.A. Perser Evan Quitt. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient, Anderlinge.
So, jetzt reißen wir nochmal da hoch und dann packen wir es dann auch schon für heute wieder. Viel geredet habe ich jetzt nicht, aber es gab jetzt auch nicht viel zu reden. Es sind sehr viele Sequenzen und da ist vieles selbsterklärend. Na komm, wo man war das? Holen wir mal Plätze. Komm schon, Plätze. Ja, eine Flut hat uns gerade noch Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Oh, die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Ich denke schon. Graham musste nur ihre Gebeine begraben. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay. Der Weidler bittet den Hexer um einen Dienst. Der schon wieder. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Fragen wir mal. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst.
Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Oh Gott, nicht schon wieder dahin. Im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Oh Gott, schon wieder auf diese Scheißinsel. Naja, das machen wir nächstes Mal. Hey Tamorin, ich glaube, hättest du die Möglichkeit, mit dem Erwin zu reden und oder zu diskutieren, also dein Display dafür unterbrechen würdest. Der Stream gerade nimmt dabei ein Domian-Manier-Gespräch gestern rein. Du kannst aber auch selbst weiter streamen. Ich wollte sowieso jetzt aufhören. Ich ist jetzt 2 Stunden Let's Play. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem erzählen soll, aber mal schauen. Jetzt würde ich erstmal sagen, hör mit dem Let's Play auf. Und ja. So, wo hast denn hier nochmal bei Back muss ich drauf? Spiel speichern. Ich war jetzt auf der Reuseinsel und so weiter, ne? Okay, wie machen wir's? Ja, soll ich da streamen oder nicht? Nee. Wie machen wir's denn? Also gut, ich höre jetzt erstmal mit dem Stream hier auf. Dann starte ich vielleicht nochmal neu und dann schauen wir mal. Ich kann vielleicht nochmal einen neuen Stream gleich starten. Also, ja. Okay, wir sehen uns dann gleich nochmal. Ich starte gleich nochmal einen neuen Stream. Und ja, nächste Woche geht es dann weiter. Nächsten Donnerstag mit The Witcher. Da müssen wir dann nochmal auf die Reuseinsel. Und jetzt bin ich gleich wieder da.